Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Sparen mit Sparbara. Da es ab nächster Woche sowohl bei Lidl als auch bei Aldi Schulsachen im Angebot gibt, möchte ich euch ein paar Empfehlungen von mir als Lehrerin, als Mutter und als ehemaliger Schülerin geben. Und bevor ich zu den Schulranzen und dem ganzen Finanziellen komme, gehen wir gerade mal die Basics durch. Jedes Kind braucht ein Mäppchen. Es genügt absolut, wenn ihr ein ganz kleines Basismäppchen habt. Das ist das ehemalige Mäppchen von meinem Sohn aus der Grundschule. Ihr seht, das ist benutzt. Auch nach 4 Jahren Benutzung ist das noch absolut okay. Das ist ausreichend für, ja, weiß nicht, 8 bis 10 Buntstifte, ein paar Bleistifte, einen Füller, Radiergummi, vielleicht noch einen wasserlöslichen Folienstift. Mehr braucht man nicht. Ich hasse diese Riesenmäppchen. Die sind vielleicht für den Privatgebrauch schön, aber die Kinder brauchen oft so lange, bis sie ihr Schulmaterial rausgeholt haben, dass ihr mit so einem Basismäppchen weitaus besser bedient seid. Ich war diese Woche bei KiK. Also das hier ist eins von Scout. Wir hatten damals so ein Set gekauft. Ich war bei KiK. Da gab es ein Mäppchen für 4,99 mit Markenstiften. In dem einen Set waren Lyra-Stifte, im anderen waren Städtler-Stifte drin. Ich war echt begeistert. Also für 4,99 seid ihr mit dabei. Schlampermäppchen würde ich für die Grundschule jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die hier haben den Vorteil, ich sehe sofort, wenn ein Stift fehlt. Beim Schlampermäppchen ist das nicht der Fall. So, weil wir gerade dabei sind, zeige ich euch noch was. Die sehen tierisch angeschmuddelt aus. Die waren zwar 4 Jahre in Gebrauch, aber diese Flecken, die kamen vom Spitzer. Denn aus dem Spitzer, obwohl das ein Dosenspitzer war, sind immer so kleine Bleistiftkrümelchen rausgefallen und haben hier die Stifte versifft. Also sollte man vielleicht überlegen. Ich habe auch noch keine richtige Lösung gefunden, wie man einen Spitzer am besten unterbringt. So, Bleistift. Bitte nicht, bitte nehmt hochwertige Bleistifte. Da seid ihr langfristig am besten mitbedient. Ich zeige euch gleich die Angebote. Es gibt diese Woche sogar Markenbleistifte beim Lidl im Angebot. Solche Dinger hier, Werbegeschenke oder irgendwelche Fancy-Produkte, können die Kinder gerne zu Hause benutzen. In der Schule lenkt das ab. Die sind viel zu schwer, die liegen nicht gut in der Hand. Und oft habt ihr bei den Billigprodukten das Problem, dass die Minen abbrechen. Auch bei Buntstiften würde ich auf die Markenartikel zurückgreifen, obwohl die vom Aldi gut sind. Also da kann ich nichts gegen sagen. Von Staedtler und Faber-Castell, die haben so einen weißen Lack über der Mine, der verhindert das Brechen, weil es fällt ja doch mal ein Stift runter und dann brechen die hier nicht innerlich ab. Ihr kennt das vielleicht, das sind Stifte, die spitzt man, schreibt damit und dann bricht oben dieses Stückchen aus der Mine raus. Die gibt es teilweise extrem günstig. Ich habe hier bei Rossmann welche für 2,30 € mitgenommen. Das sind 16 Stifte. Das Päckchen hat 2,60 € gekostet. 12 Stifte plus ein Bleistift plus ein Radiergummi. Wenn mein Stift leer geschrieben ist oder er geht verloren, dann muss ich nicht gleich ein neues Set mit 12 Stück kaufen, sondern entweder er geht ins Schreibwarengeschäft, da kriegt er neue Buntstifte, das Stück für etwa 80 Cent bis 1 Euro, oder ihr nehmt einfach so Geschenke. Also das hier war mal ein Werbegeschenk vom Happy Meal, 4 Stifte. Im Museum haben wir auch nochmal 3 Stifte geschenkt bekommen. Oder man kann dann einfach von der Packung, die man noch zu Hause hat, die Stifte ersetzen. Ich muss nicht für jeden verlorenen Stift gleich ein neues Set kaufen. Vielleicht braucht euer Kind Filzstifte an der Grundschule. Ich selbst benutze die vom Aldi, diese Rexfasermaler. Die kosten 99 Cent, 10 Stück. Die drücken allerdings ein bisschen durch. Mit denen von Staedtler ist das, soweit ich weiß, nicht der Fall. Die sind auch diese Woche bei Lidl im Angebot. Im ersten Schuljahr brauchen die Kinder Wachsmalstifte. Es gibt ja grundsätzlich die zwei Systeme. Die sind beide von Pelikan. Die hier sind mit einer Papierummantelung, die hier sind mit einer Plastikhülle. Ich würde immer die empfehlen. Das Problem bei denen ist nämlich, die fallen einmal runter und dann passiert das. So, dann lockert sich die Wachsmalkreide, die Sachen fallen raus, man kann nicht mehr schön mitmalen. Während bei der Papierummantelung kann ich einfach, also die sind bruchsicher und ich kann einfach das Papierchen abziehen. So, dann haben wir hier eine Spitze von Faber-Castell. Die finde ich blöd. Die spitzen zwar gut, aber spätestens nach einem halben Jahr geht hier diese Halterung kaputt. Ist ja logisch, ist ja nur so ein dünnes Stück Plastik. Ich würde jetzt mal die von Staedtler ausprobieren, mal sehen, ob die Dosenspitzer dann ein bisschen länger halten. Also wie gesagt, die Schneidklingen sind okay, aber
finde das nicht okay für so eine hochwertige Marke. Und das ist schon über Jahre so. Also ich beobachte das seit 10 Jahren an der Grundschule, dass die zuverlässig kaputt gehen. Okay, Kinder brauchen ja ein langes und ein kurzes Lineal. Sehr schön sind eigentlich diese Holzlineale, aber die wackeln so ein bisschen. Also da kann man nicht so die, kann man die Striche nicht so zuverlässig ziehen. Es sei denn, ich drehe es auf die Rückseite, aber da muss man wieder so viel erklären. Plastiklineale gehen sehr leicht kaputt, wenn sie runterfallen. Es gibt allerdings jetzt diese flexiblen Lineale, sind auch diese Woche beim Aldi im Sonderangebot. Bei Klebestiften gibt es manche Fabrikate, die einfach nicht richtig gut kleben. Ich kann euch aber ein paar empfehlen. Und zwar ist das diese, das Paperscript. Das gibt es 3 bis 4 Mal im Jahr bei der Norma im Sonderangebot. Da kosten dann 3 kleine 1,79 oder 2 große auch 1,79. Brit, der Klassiker, gibt es auch ganz oft im Angebot beim Discounter. Also ich kaufe das immer unterm Jahr und tue das in unsere Schulmaterialskiste. Kostet auch so um den Dreh rum. Dann von Otto Office, die sind sehr gut. Meiner weiß ich jetzt gerade nicht. Und von Uhu, die sind auch okay. Dann, gerade in der Grundschule brauchen die Kinder ja diese Schnellhefte. Die gab es bisher immer nur in den Standardfarben. Beim Aldi 10 Stück für 99 Cent. Die hat er allerdings nächste Woche noch nicht. Der Lidl hat 20 Stück für 1,99. Und was das Schöne ist, der hat auch Pink und Türkis. Weil manchmal auch so für Fächer wie Religion oder dann an der weiterführenden Schule braucht man ja noch Mappen für Biologie, Erdkunde, Politik. Da reichen dann die Grundfarben eigentlich nicht aus. Ja, sonst müsste ich die immer im Schreibwarengeschäft kaufen. Das ist jetzt eine graue. Da kostet eine Mappe zwischen 30 und 50 Cent. Ja, bei Aldi oder Lidl kostet dann eben das Stück nur 10 Cent. Hefte gibt es nächste Woche auch günstig beim Aldi. Die würde ich aber nicht empfehlen. Also die sind okay, aber da seid ihr mit den Heften aus dem Schreibwarengeschäft besser bedient. Zum einen haben die eine verstärkte Vorder- und Rückwand, sodass es nicht so leicht Eselsohren gibt. Und das Papier ist hochwertiger. Das ist, glaube ich, 90 Gramm Papier. Bei den Billigheften habt ihr 80 Gramm Papier. Das heißt, sobald das Kind mal mit Füller schreibt, drückt das hier bei diesen hochwertigen Heften nicht so schnell durch. A4-Hefte kosten 80 Cent im Schreibwarenhandel, A5 40 Cent. Und kein Kind braucht an der Grundschule mehr als 6 Hefte pro Jahr. Also das ist sogar eher weniger. Bringt euren Kindern frühzeitig bei, wie man verantwortungsvoll mit Material umgeht. Wenn ich hier eine halbe Seite geschrieben habe und habe noch eine halbe Seite Platz, kann ich hier unten noch weiterschreiben. Das wissen manche Kinder nicht und sind dann daher sehr schnell mit ihrem Heft durch. Umschläge sind eigentlich ganz praktisch, um eben die Fächer voneinander zu unterscheiden durch die verschiedenen Farben. Aber da habe ich noch kein Produkt gefunden, das meinen Qualitätsstandards standhält. Denn ich habe ganz oft erlebt, dass nach 3 Monaten oder so, dass diese ganzen Plastikhüllen, also das sind hier 2 verschiedene Systeme, dass die einreißen. Und dann sieht das Ganze auch so schmuddelig aus, das möchte man ja auch nicht. Ja, Blocks braucht man auch frühestens ab dem 3. Schuljahr. Selbe Ding hier, selbe Spiel wie bei den Heften, das ist 90 Gramm Papier, das ist einfach von der Qualität her besser. Ihr könnt die Vorder- und die Rückseite beschriften, es sieht immer ordentlicher aus und ist angenehmer zu schreiben. Ein Block hat 80 Blatt, also wenn das Kind gut mit seinem Material umgeht, reicht das 2 Jahre. Okay, ist natürlich teurer als beim Aldi, da kosten 80 Blatt 2,19 Euro. Beim Aldi bekommt er, kostet 89 Cent, wir schauen gleich mal. So, ich habe ja gerade gesagt, mit den Heftumschlägen bin ich absolut nicht zufrieden. Deshalb packe ich die Bücher lieber in Tonpapier ein. Bei den Heften habe ich es noch nicht gemacht, das wird mir offen gestanden ein bisschen zu teuer. Ihr kriegt zwar teilweise Tonpapier bei speziellen Anbietern für 20 bis 25 Cent den Bogen. Das ist also A2, ne? Ist das doppelt so groß wie A3. Aber ich glaube, ich habe 80 Cent bezahlt dafür. Damit mit einem Bogen kriege ich 2 Bücher eingepackt. Also ihr seht hier, das ist ein Biologiebuch, das jetzt schon 1 Jahr lang in Benutzung ist. Das ist hier an den Ecken ein bisschen abgestoßen, aber ansonsten hat das echt gut gehalten. Man kann Plastikmüll vermeiden und man sieht eben beim ersten Blick in die Schultasche gleich, um welches Fach es sich handelt. Ne? Biologie ist grün, weiß nicht, deutsch, gelb, je nachdem, wie das bei euch an der Schule vereinbart ist. Dann kommen wir zum Kunstmaterial. Das ist hier vom Aldi, so eine Sammelmappe, absolut okay. Kommen wir zu den Zeichenblocks. Da würde ich auch, das ist 120 Gramm Papier, ich würde auf jeden Fall einen hochwertigen Block empfehlen und nicht die Blocks vom Discounter. Es muss aber jetzt auch nicht das 120 Gramm Papier sein. Es gibt hier auch, das war von Cody, das Papier ist etwas dünner, das ist glaube ich 100 Gramm Papier.
20 Stück. Ich glaube, das hat 1 Euro oder 1,30 € gekostet. Aber bitte achte darauf, dass die sowohl oben als auch unten eine Befestigung haben, damit gerade wenn die Kinder erst lernen müssen, mit Wasserfarben umzugehen, da passiert schon mal, dass ein Blatt komplett überschwemmt wird. Das ist hier nicht so schlimm. Dann lässt man das obere Blatt trocknen, nimmt es raus und in der Woche drauf kann das Kind wieder den Zeichenblock benutzen. Während diese Billigblocks, die haben nur an der einen Seite die Befestigung und dann ist eben gleich, wenn es einmal überschwemmt, das ist der ganze Block versaut und die fallen auch so leicht raus. Also dann haben wir irgendwelches Innenleben in den Klassenzimmern, Innenleben von Zeichenblöcken rumliegen und keiner weiß mehr, wem der Block gehört. Bei Farbkästen würde ich auch auf jeden Fall den 12er-Farbkasten von Pelikan empfehlen. Bitte nicht mehr Farben, das genügt. Die Kinder sollen ja lernen, wie kann ich Farben mischen, wie kann ich Farben aufhellen, verdunkeln. Ich brauche nicht 3 verschiedene Pinks, ne? Braucht man einfach nicht. Den Vorteil, den dieser Pelikan-Farbkasten hat, ist außerdem, ist eine Farbe leer, kann ich das rausnehmen und im Schreibwarengeschäft eine neue Farbe kaufen. Denn meist braucht man ja Gelb, also die Grundfarben einfach gelb, blau, schwarz, das sind die, die am häufigsten leer werden. Und sagen wir mal, ihr braucht vielleicht, müsst vielleicht 4 Farben nachkaufen in der Grundschule. Das ist dann, kommen noch 4,40 € dazu. Wird bei einem Aldi-Farbkasten, der die Farbe leer, müsst ihr letztendlich einen neuen Farbkasten kaufen. Dieses Deckweiß, das ist immer schon in dem Farbkasten mit drin, davon halte ich gar nichts. Die trocknen nämlich so schnell ein oder bekommen unten Löcher oder der Deckel geht nicht mehr drauf. Ich habe hier von Labé ist das ist so ein Internet, ja, Kunstbedarfshandel. Da kostet so eine Riesentube 3,60 €. Also ich habe sehr viel Kunst unterrichtet. Ich habe das immer im Gepäck. Da kann ich eine ganze Klasse ein Jahr lang mit versorgen. Ne? Also kann man ja vielleicht die Lehrerin mal drauf ansprechen. Vielleicht weiß die das auch gar nicht. Ja, weil für euch als Privatperson, wenn ihr nichts außer so einem Deckweiß bestellt, kommt er natürlich mit den Versandkosten zu hoch. Als Wasserpöttchen empfehle ich so ein ausgespültes Marmeladenglas. Es gibt alle möglichen Systeme für die Farbkästen, welche, die man hier dran stecken kann oder manche, die angeblich auslaufsicher sind. Die sind aber oft im Handling für die Kinder so blöd. Also, ne, wenn ich jetzt ein volles Wasserpöttchen hier wieder abfisseln muss, dann spritzt es meist mehr, als wenn ich einfach so ein solides, gut stehendes Marmeladenglas habe. So, das waren jetzt eigentlich die wesentlichen Schulbedarfssachen, haben wir abgedeckt. Ach ja, Pinsel. Also kein Kind braucht 20 Pinsel. Nehmt bitte, orientiert euch dran, was auf eurer Liste steht. Normal genügen 1 bis 2 Borstenpinsel und 1 bis 2 Haarpinsel. Ne? Das reicht. Die kann man auch hier drin noch verstauen. Ist alles besser, als dem Kind 20 bis 25 verschiedene Pinsel mitzugeben. So, dann für die Pause brauchen wir eine Trinkflasche. Kostet, glaube ich, 3 €. Ja, könnt ihr euch ruhig 2 kaufen, dann ist es mit dem Spülen ein bisschen leichter. Brotdosen muss man eigentlich nicht kaufen, wenn man ein Kind hat. Man bekommt so viele Brotdosen geschenkt. Das hier war eine, also von RWE, von Edeka, von Punica, von der Volksbank. Also ich habe bestimmt 20 Brotdosen zu Hause, die nutze ich für alle möglichen Zwecke. Oder ich habe hier mal, das waren 2 Päckchen Vollkornbrot und da gab es die Brotdose gratis dazu. Also die waren da innen drin verstaut. Die ist auch schon jahrelang in Benutzung, die ist wunderbar. Also bei mir kommt immer hier das Brot rein, dann ein bisschen was Süßes. Darf man an der Grundschule natürlich nicht, aber ich esse das nach Feierabend und ein bisschen Obst und Gemüse. Ich nehme zusätzlich noch kleines bisschen Butterbrotpapier, damit sich das Brot nicht aufklappt. Ne, da braucht man, das kann man aber auch ganz sparsam verwenden. Ja, das waren jetzt die wesentlichen Sachen. Jetzt würde ich gerne mit euch die Prospekte durchgehen. Okay, wir fangen mal beim Lidl an, weil ich das auch zuerst in der Hand hatte diese Woche. Sammelmappen, 2 Stück, die reichen die ganze Schulzeit entlang. Ja, gern. Hefte bitte lieber aus dem Schreibwarengeschäft. Mappen sind super, super Preis. Merke ich keine Qualitätsunterschiede zum Schreibwarengeschäft. Die sind okay, diese Buchschutzhüllen. Ich würde aber lieber mit Tonpapier verpacken. Hier 89 Cent für diesen College-Block, würde ich aber trotzdem empfehlen, lieber den aus dem Schreibwarengeschäft zu kaufen. Die Filzstifte vom Lidl kenne ich nicht, die vom Aldi sind super. Ich nehme an, dass die vergleichbar sind. Pinsel würde ich lieber beim Aldi nehmen, die sind so angeschrägt. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist, habe ich keine Erfahrung damit. Wie gesagt, zum Block habe ich eben schon was gesagt. Da würde ich lieber den hochwertigen aus dem Schreibwarengeschäft benutzen oder einen anderen von Kodi, aber bitte
einen, der an beiden Seiten eingespannt ist. Hier ein Deckfarbkasten mit 24 Farben. Das Problem haben wir mit dem Nachkaufen. Außerdem sind 24 Farben zu viel. Ja, das ist oft, die fallen ja auch so leicht runter in der Grundschule. So viel Platz haben wir auf dem Pult nicht, auf dem Schülerarbeitstisch nicht. Kann man für zu Hause benutzen. Zur Qualität kann ich da nichts sagen. Die Rex-Farbkästen vom Aldi sind gut, aber ich finde die im Handling nicht.